Hallo ihr Lieben, mir ist mal aufgefallen, dass ich total viele Catrice-Produkte fast täglich benutze. Und da dachte ich mir, macht es Sinn, so einen kleinen Haul zu drehen und euch quasi meine Lieblings-Catrice-Produkte zu zeigen. Und dann fange ich jetzt direkt mal mit einem Produkt an, das ihr bestimmt auch schon aus anderen Videos kennt, wenn ihr uns schaut. Und zwar ist das die Catrice Nude Illusion Foundation. Das ist ja meine absolute Lieblingsfoundation. Ich glaube, ich habe sie letztes Jahr entdeckt und seitdem habe ich sie mir auch immer wieder nachgekauft. Ich finde sie super, weil sie hat so eine richtig dünnflüssige Konsistenz. Also dadurch wirkt sie auf dem Gesicht eher natürlich. Ich benutze sie immer in Kombination mit einem Schminkei. Damit komme ich jetzt am besten klar. Ich denke, man kann die Deckkraft auch schichten, also aufbauen, wenn man eine stärkere Deckkraft hat. Aber wenn ihr so eine Schicht drauf macht, ist es eher ein natürlicher Look. Und so mag ich es halt am liebsten. Und die kostet, meine ich, 7,95 €. Und ich habe sie jetzt in der Farbe 010 Ivory. Und das ist, glaube ich, auch der hellste Ton. In Kombination dazu benutze ich natürlich immer den Liquid Camouflage Concealer von Catrice. Den gibt es, glaube ich, noch nicht so lange, aber als ich ihn entdeckt habe, habe ich ihn mir immer wieder nachgekauft, weil ich diesen einfach am liebsten mag. Er ist super natürlich auch und schön hell, also der Farbton passt perfekt für mich. Ich habe hier jetzt auch 010 Porzellan, das ist, glaube ich, auch der hellste Ton davon. Und ich finde den super natürlich und er deckt auch gut ab. Und so aus allen Drogeriebereichen ist das jetzt auch mein Lieblingsconcealer. Deswegen habe ich ihn hier bis jetzt auch immer wieder nachgekauft. Und ich meine, der kostet 3,95 €. Vor ein paar Wochen habe ich mir dann etwas Neues von Catrice gekauft. Das ist der Catrice Prime and Fine Smoothing Refiner. Den gibt es, denke ich, schon länger, aber irgendwie habe ich ihn bis jetzt noch nie ausprobiert. Und das ist ja so ein Primer, der dann quasi die Poren so kaschieren soll und auch kleine Fältchen und an sich das Gesicht mattiert. Und den mag ich auch sehr gerne. Ich finde, man merkt auf jeden Fall einen kleinen Unterschied, auch in der Haltbarkeit von dem Make-up. Und ich finde so ein Primer für mich sowieso immer ganz gut, weil ich halt auch größere Poren habe. Und ich meine, der hat 3,95 € gekostet. Ich mag auch super gerne die Catrice Lippenstifte. Ich finde die immer total pflegend und manche haben auch so einen schönen Geruch. Und ich habe euch jetzt mal meine Lieblingsfarbe rausgesucht. Und zwar ist das von den Numinous Lips die Farbe 170 The Wizard of Orchids, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Und das ist so ein richtig schöner Pinkton, aber der ist jetzt gar nicht so auffällig und vielleicht sogar eher pinkbärig, würde ich sagen. Und der gibt so einen richtig schönen Glanz auf den Lippen, den trage ich gerade auch. Und ich finde sowas immer total schön für den Frühling, weil man einfach sehr schön frisch aussieht und es ist nicht zu knallig. Und es fühlt sich auf den Lippen auch sehr pflegend an. Und das finde ich allgemein auch immer bei den Catrice Lippenstiften, dass die sehr pflegend sind. Und die Farbe mag ich wirklich sehr gerne, ist gerade mein absoluter Favorit. Und ich meine, der hat 3,95 € gekostet. Dann komme ich jetzt noch zu zwei Produkten, die ich noch nicht so lange habe, aber die ich schon sehr gerne mag. Und zum einen ist das die Catrice Glam & Doll Mascara. Das ist ja die neue und die wollte ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich mag sie super gerne, weil diese Flüssigkeit da drin nicht so mega flüssig ist. Also meistens hat man das ja so bei Mascaras, dass sie, wenn sie ein bisschen älter sind und schon so ein bisschen verklebter, dass die Wimpern sofort halten. Und bei dieser hier ist das aber schon sofort der Fall. Also ich finde, beim ersten Auftragen werden die Wimpern schon total gut zurechtgebogen. Und was ich daran auch gut finde, ist, dieser untere Wimpernbereich wird total gut betont. Und ich benutze ja normalerweise die Mascara von W7. Da kann ich euch den Link auch nochmal in die Infobox packen. Und daran mag ich gerne, dass meine Wimpern total schön verlängert werden. Aber sie werden nicht so voluminös. Also die Wimpern werden schön lang und natürlich, aber irgendwie nicht voluminöser gemacht. Und bei dieser hier finde ich, wie dieser untere Wimpernteil total gut voluminös gemacht. Und dieser hier macht die Wimpern halt nicht so lang. Also da finde ich den von W7, der kann das irgendwie besser. Also muss ich irgendwie noch so ein Mittelding von beiden finden. Im Moment benutze ich meistens diese hier und dann, wenn ich sie noch ein bisschen länger haben will, mache ich den von W7 nochmal quasi danach drauf. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden damit, vor allem, weil diese hier kann ich einfach in der Drogerie kaufen und ich glaube, sie ist auch ein bisschen günstiger. Ich meine, die kostet 3,45 € und der von W7 kostet so 4-5 €. Und den muss ich mir dann halt bei Amazon bestellen. Deswegen hat das hier schon so seine Vorteile. Aber ihr könnt sie ja mal ausprobieren. Ich mag sie wirklich sehr gerne.
Und dann habe ich mir auch noch relativ neu so einen Blush von Catrice gekauft. Ich mag die Blushes von Catrice wirklich sehr gerne. Ich habe auch noch so einen in so einem knalligen Pinkton für den Sommer. Aber diesen hier finde ich total schön, weil man zum einen verschiedene Farben hier hat. Und man kann die halt zum Beispiel nur diesen unteren Bereich zusammenmixen oder alle zusammen. Und das ist so ein schönes Altrosa, würde ich dann sagen, wenn man das dann aufträgt. Sehr natürlich. Das ist auch nicht so schimmerig, sondern komplett matt. Sowas hatte ich zum Beispiel auch noch nicht. Ich habe immer eher so glänzende Blushes. Und den finde ich wirklich super schön. Ist auch echt toll pigmentiert und sieht auch einfach irgendwie total süß aus so. Deswegen mag ich ihn sehr gerne, trage ihn jetzt auch immer jeden Tag. Und der kostet, glaube ich, auch so 3,45 €. Ja, das war es jetzt schon von meinen Catrice-Favoriten, die ich fast täglich benutze und die ich einfach total gerne mag. Vielleicht hat euch das Video gefallen und ihr kanntet noch nicht alle Produkte. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!